Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Aber wie soll ich mit geschlossenem Auge danach suchen? Oh. Was würde denn passieren, wenn du doch dein Auge öffnest? Nein, niemals. Sobald ich nur mein Gukoskop sehe, beginnt alles wieder von vorn. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Es ist ganz dunkel. Wie dunkel? So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Für ewig? Und wovon soll ich träumen? Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken? Mit unzähligen Geschenken. Ui, traumhaft. Bitte, bring mich hin. Dann los. Dieses putzige Fellknäuel hätte uns... Aber wie soll... Nicht in diese Augenhöhle. Die ist vom königlichen Gemach aus nicht zu sehen. Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich. Und jetzt träume ich von meinem... Oder von... Wie kann man nur so schnell einschlafen? Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Die Muschel flüstert etwas. Fortan seien Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Es schläft. Kleines Äuglein, mach das Auge auf. Nein, ich... Hast du an meinen Geburtstag gedacht? Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir von meinem Fest. Da sind Musiker. Ihre Flöten glänzen und die Harfen schillern im Licht. Ui, so helle Musik. Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre Gesichter hell strahlen. Das ist schön. Es gibt einen großen Rosinenkuchen. Wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui, so groß? Ich liebe Rosinen. Das würde ich alles so gerne sehen. Dann öffne dein Auge. Dein Geburtstag wartet. Ja. So viel Licht und Butterstreusel
lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Wo ist denn mein Fest? Aber oi, diese Aussicht, dieses Licht. Wie könnte ich jemals ohne all das leben? Nie wieder mache ich das Auge zu. Nie wieder. Na, Fex sei Dank. Der große Kopf dort oben. Ist das der Vogelmann? Es war eine heilige Ehre für unsere Zeit. Der Weber des Schicksals war in unsere Welt eingekehrt, um sich uns zu offenbaren. Die Statue wurde bald nach seiner Ankunft errichtet. Die Königin hat alle anderen Statuen entfernen lassen, auf dass diese die einzige sei. Zu bestimmten Zeiten ist der Kopf sogar begehbar. Aber im Inneren wird gerade ein Gemälde fertiggestellt. Da ist jetzt alles voller Farbe. Wo ist der Vogelmann jetzt? Vor einigen Wintern hat er seine Priester berufen und mit ihnen unsere Welt verlassen. Doch unsere Königin deutet weiterhin die Visionen des Vogelmanns, auf dass wir einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Vor einigen Wintern? Gewiss. Gibt es noch einen anderen Weg in die Traumgemächer? Einen anderen als über die Königin? Nur sie hat den Schlüssel für den Wegsockel zu den Traumgemächern. Und jetzt still! Sonst werden wir an das Ende des Nebels gebracht. Was ist das Ende des Nebels? Der Ort, an den sie verbannt werden. Meine Freunde, Brüder, wenn sie die neuen Gesetze der Königin missachten. Der Tod ist die Gnade, aber das Ende des Nebels ist Gericht. Warum hat die Königin neue Gesetze erlassen? Damit die dunkle Zukunft in den Visionen, die uns der Vogelmann offenbart hat, nicht wahr wird, hat unsere weise Königin Gesetze erlassen, die der Sicherheit und Reinheit unseres Reiches dienen und deren Nicht-Einhaltung mit Verbannung oder Tod bestraft wird. Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nairut-Neva verteilt. Was sind das für Visionen, von denen du gesprochen hast? Sie warnen uns vor der Zukunft. Der Vogelmann schenkte sie uns mit dem Spiel der Harfe. Der Harfe? Schweig! Ich habe schon zu viel gesagt. Was befindet sich eigentlich in den Traumgemächern? Die Traumweberin. Ihre Musik hilft uns Feen, ein freies Leben zu führen. Frei wovon? Von Sorgen und Ängsten. Nur allein die Königin darf die Traumweberin noch besuchen. Achte die Gesetze. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Damit hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Thank you.
Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür.